begrüßen Sie mit großem Applaus den Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen, Michael Kretschmer. Das tut so gut, hier in Leipzig zu sein und so viele Menschen auf diesem Platz zu sehen. Herzlichen Dank, dass Sie alle Anteil daran nehmen, dass es Ihnen wichtig ist, wie es mit Sachsen weitergeht. Schön, dass Sie alle da sind. Wir haben allen Grund, stolz zu sein auf das, was wir uns erarbeitet haben. Wir haben offen darüber gesprochen, was nicht funktioniert hat, was auch falsch gewesen ist. Wir haben angefangen, wieder miteinander zu sprechen und nicht übereinander. Wir haben die Dinge korrigiert, von der Polizei bis zur Lehrerausbildung. Und wir haben diesem Land einen neuen Schwung gegeben in Richtung Innovation, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Zukunftsfreude. Seitdem er dieses Amt übernommen hat, rennt er und ackert er und arbeitet er für dieses Land. Und das heißt nichts anderes als für jeden Einzelnen von Ihnen. Es reicht heute nicht, immer nur zu meckern, immer nur schlecht zu reden, sondern man muss mit anpacken. Und die Sächsische Union und dieser Ministerpräsident haben die Ärmel hochgekrempelt. Er ist ein Ministerpräsident für alle Sachsen, aber er ist keiner, der allen alles verspricht. Weil du eine klare Haltung hast, ein klares Profil und auch sagst, was mit dir zu machen ist und was nicht. Weil ich weiß, dass er der richtige Ministerpräsident ist für dieses Land und dass er erst zuhört und dann entscheidet. Ein Ministerpräsident, der so nah bei den Menschen ist, der bodenständig ist und der wirklich dieses Wort Heimat hier mit Leben füllt. Wählen Sie mit beiden Stimmen die Sächsische Union, damit wir eine stabile Regierung bilden können für dieses Land. Immer in dem Versprechen, dass auch ich in Zukunft genau darauf achten werde, dass alle Positionen, die es gibt und alle Meinungen und Hinweise mit einbezogen werden, dass wir eine Regierung für alle Sachsen bilden werden, dass wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Darum geht es bei dieser Wahl. Schenken Sie das Vertrauen der Sächsischen Union und nicht zuletzt unserem Spitzenkandidaten Michael Kretschmer.